Ström. Hat er eine Schussposition und trifft! Das ist das! Das ist noch einmal das Tor. Brännström marschiert nach vorne, schüttelt hier den Ambrì-Spieler ab, schießt die Scheibe oben rein und hier ist ganz für einmal mit der Fanghand nicht rechtzeitig zur Stelle. Ambrì war vielleicht etwas zu perfekt, allerdings müsste es aus meiner Sicht 4 gegen 4 heißen. Und Brännström mit dem 1:0, das war jetzt kurz. Noch einmal zu sehen. Rübergelegt, Brännström direkt unter dem Schoner durch bei Beray. Da versucht er gut zu ziehen und die Scheibe ist im Tor. Ausgleich. Oder doch nicht. Da stehen sich Brännström und Sturi noch fast im Weg. Earl wird da reingeschubst ein wenig in den Torraum und bringt dann die Scheibe ins Tor. Earl ist hier noch alleine. Dann kommt ein Schubs, ja, ein Kron für Weibel. Weibel ist heute nicht dabei, weil er krank gemeldet ist. Tor! Das ist das 1:0 für die SCL Tigers, die früh, während die Scheibe auf der anderen Spielfeldseite ist. Karunen ist jetzt wieder bereit. Voll ausgerüstet, aber trotzdem kommt das 2:1 für die SCL Tigers. Brännström zieht hier nach vorne, schüttelt die Bären ab. Dann kommt der Pass auf Sturni und der schießt. Klauser. Und das 3:0.